Komm mit mir an die Copacabana. Ich tanze für dich wie eine Diva. Die Nächte vergisst du nie wieder. Was ist denn für Scheißdreck hier? Was ist denn das für ein Geschmorrimitsch? Ignaz, hast du wieder irgendwas aufgedreht? Ignaz! Deute hier. Furchtbar. Schweiger Ignaz, Boss vor Insta. Schweiger Ignaz, Boss vor Insta oder TikTok. Servus alle miteinander, hier ist wieder euer Schweiger, heute mal ohne Ignaz unterwegs. Wir haben uns gedacht, wir zeigen euch heute mal unsere neue EP, die heute rausgekommen ist. Unsere erste, nee Quatsch, unsere zweite EP, Rumpapa. Allerdings, es ist die erste EP, die auf Spotify ist. Einige, die uns vielleicht schon ein bisschen länger kennen sollten, vielleicht sind ja ein paar dabei, die wissen ja, dass Ignaz und ich vor 3 Jahren auch schon bereits eine EP gemacht haben, nämlich die EP zum Flintenschuss. Ja, die EP ist allerdings leider nicht auf Spotify erschienen. Hat leider nicht so ganz geklappt, wie wir uns das vorgestellt haben. Da haben wir unsere Goschen ein wenig zu weit aufgerissen. Aber diesmal hat es geklappt auf jeden Fall. Die EP Rumpapa, benannt nach dem Musikvideo, das wir im Sommer schon rausgebracht haben. Und damit fangen wir auch gleich mal an. Ich werde euch heute mal ein paar kurze Ausschnitte mal zeigen hier von der EP. Wenn ihr die ganze EP hören wollt, dann geht auf Spotify auf unsere Page und zieht sie euch rein, liebe Freunde. Wir schnacken gar nicht drum rum. Legen wir los, holt euch ein Seidler und wir fangen an. Wir beginnen mit dem ersten Song. Die ganze EP hat 8 Songs und der erste Song ist natürlich, ja, wer soll es schon alles sein? Rumpapa. Legen wir los hier. Ein bisschen lauter hier. Der Beat ist von Mark Global Music. Grüß geht raus. Und das Musikvideo ist auch schon bereits auf YouTube. Grüße hier nochmal an Sarah fürs Video drehen. Ich hab Corona, bis ab geht's in die Einzelhaft. Gansel und Lamsbrei. Stopp in mein Anfeucht. Auf die Toilette und scheiß hol den Topf rein. Da sitzt im ganzen Club wie auf der Bein. Ja, saugeiler Einstieg vom Ignaz. Also, das ist auf jeden Fall der erste Song. Rumpapa. Jeder, der noch nicht geschaut hat, gebt euch das Musikvideo auf YouTube. Es ist wirklich bombastisch. Dann machen wir weiter mit dem zweiten Song. Den haben wir ja auch schon bereits auch mal hochgeladen. Ohne Musikvideo allerdings. Das ist Löwenjagd. Produced by Jam Beats. Oh, liebe Freunde, dieser Song von Schweiger und Ignaz wird Ihnen präsentiert von Löwenbräu. Darum schwört jeder bayerische Großwildjäger. Mit Löwenbräu reihen Sie den letzten Hinterladen. Prost, mein Lieber, und viel Spaß beim Song. Löwenbräu, urreibliches Zeichen, ey. Was für tote Pfleger, wir sind groß wie Jäger. Heute Abend geht's zum Abendessen groß mit Zebra. Feuer, Talaphobia, Seidler, Salami, sing mit den Askari, Haya, Safari. Weiter im Gelände, Wagen durch die Steppe fahren, siehst du mich, die Gewehre laufen. Ich höre die Grünen durch die Steppe schreien, ich fährt doch mit Gewehren auf das Elfe bei. Ja, einfach herrlich, ein schönes Feeling. Ja, einfach wunderbar. So, dann kommen wir zum dritten Song. Der dritte Song ist Weißwurst, produced by Mikkel. Ja, starten wir gleich einmal. Es ist rein schick, wer nicht weiter leid, rap, ob ich in deinen Wald. Ich weiß nicht, ob ich jetzt mal kurz auf dich springe. Okay, ich kenne deine Wand und deine Mann steht wie ein Wildchen. Ja, wunderbarer Song. So, und gleich weiter zum nächsten Zirkus. Der eine trinkt ein Bier, der andere Rumpa, Rumpa, Rumpa. Schwingt es sonst bei dem Abend gleich Rumpa. Jeder will uns sehen, komm mal. Rumpapa, Rumpapa, Rumpapa. Du bist Stammgast beim Zahnarzt. Rumpapa, Rumpapa, Rumpapa.
Und da haben wir auch den ersten Feature, nämlich von der Sängerin Lynn. Auch hier mal liebe Grüße an dich hier nochmal. Ein herzliches Dankeschön für die Hook hier. Einfach genial geworden. Produced by Life and Death Productions. Oh, ich liebe diese Drums. Ah, herrlich, herrlich, herrlich. So, und dann der fünfte Song. SKRD KRCFX. So, dann müsst ihr mal später herausfinden, was das wohl bedeutet. Und da haben wir auch hier ein Feature, könnte man schon sagen, und zwar DJ Mafak. Der hat uns für den Anfang und für die Hooks was Schönes gezaubert. Beat produced by Ramsey. Aufgepasst! Der hat uns am Anfang und für die Hooks ein paar schöne Scratches mit reingefügt. Es ist einfach herrlich. Ich liebe your Scratches. Back, rotze noch drei Sender voll auf den Tisch gedeckt, spüre keinen Druck am Scheiß aus. Wenn du mir eine rein aus, springt du rein aus. Siehst du mich im Club, wenn ich von dir schön weg kann sehen, weil mir dann auch sowieso im nächsten Tag mit dem Pass. Ich nimm dir alles weg, dein Herbe auch. Steigt Helge Braun ins Auto, gibt's ein Herbe auf. Ein wunderbares Lied, also ich feier's absolut. So, dann kommen noch zwei Bonustracks, die bereits auch schon auf dem Kanal erschienen sind, unter anderem Turmuhr, unser Halloween-Track 2021. Ein richtig geniales Ding. Produced by Life and Death nochmal. Tief in der Nacht hörst du Turmuhr schläge und du weißt ganz genau, du hast keinen Grund zum Beten. Siehst du die Bayer, hast du Grund zum Beten, denn sie haben jeden Grund, dich umzulegen. Tief in der Nacht hörst du Turmuhr schläge und du weißt ganz genau, du hast keinen Grund zum Beten. Ja, ich weiß, Halloween ist natürlich auch schon längst vorbei und Weihnachten steht vor der Tür, aber wir wollten das unbedingt noch mit draufhauen. Und naja, wir haben es gefeiert, deshalb wollten wir es unbedingt noch mal mit rein in die EP. Positive Vibes, dann geh doch zum Corona-Test. Ich bin ein Hybrid aus Sokrates und Boba Fett. Bayerische Reine, kurz die preisische Eifersucht. Wird mal höchste Zeit, dass einer Hübner zum Schweiger Busch. Komme in die Berge und du tät's gefahren und knalle alle Weiber, Digga, lesbisch fahren. Von dem Rasenmäher über den Mondschutz drüber. Du benutze den Schnee grad als Couscous-Kühl. Siehst du die Bayer aus dem Grund zum Beten, denn sie haben jeden Grund, dich umzulegen. Die Flinte glänzt im Blutmondschein und die Ratte Bayern. Dann machen wir gleich mal weiter hier mit In Bayern schneit's. Unser Weihnachtssong, den wir auch am Freitag herausgebracht haben. Wer es noch nicht gemacht hat, schaut auf jeden Fall rein. Richtig geil. Beat by Beat Avenue. Das geh ich mal kurz ein wenig vor. Klare weiße Winternächte geh ich gern an Hirscher Regen vom grünen Grill vom AEG. Auf Mittag los in Jagertee. Wäre dick ganz chillig, mein Helle ist auf. Schießt meine Flinte mit Sternenstaub. Weihnachtszeit, Weihnachtszeit, ja seid ihr schon bereit. Überall in Bayern schneit und wir haben geile Zeit. Ah. So. Wunderbar, wunderbar. Ich liebe es, ich liebe es. So, und dann last but not least, unser letzter Song. Vierte. Beat von Beatowski. So, Leute. Das war's jetzt dann. Das ist der letzte Song. Tja, so schnell geht's wieder, ne? Prosit. Tja, Prost ihr. Yeah, yeah, yeah.
Na, jetzt haben wir doch EP gemacht. Vor 3 Jahren ging es los mit der Fleißarbeit. Shoutouts gehen hier raus an den meisten Hype. Genau, an dieser Stelle auch nochmal Shoutout an Hype Blub. Auch diejenigen, die uns auch schon wieder länger etwas kennen, für die, die dabei sind, die wissen, dass Ignaz und ich vor 3 Jahren auch im JBB 2018 eine Reaction auf Hype Blubs Kanal gemacht haben. Ich glaube, das war das Battle Herr Kuchen vs. TI Music. Also da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Ja, da haben wir hier in unserem Studio eine Reaction drauf gemacht. Ja, und das war's auch dann schon. Das war unsere EP Rupapa. So, also, sie ist jetzt auf Spotify, auf Deezer verfügbar, auf Amazon Music und auch natürlich auch auf YouTube unter den Schweiger und Ignaz Topic. Also, schaut's da wirklich gerne rein. Schweige! Jetzt hab ich's aber geschafft, jetzt mach mal Instagram und TikTok. Scheißdreck, ich hab mir das Knie angeschlagen, wollte das Sieg grad noch jagen, doch ich sieg grad im Knaben, weil der dumme Sack von meinem Nachbar wieder drüber ackert, über Nacker unten geht's nicht, ich sag das. Ich hab's nicht gesehen, schnauze los, und ich geh nach Hause und trinke los. Kreuzkruzifix, es ist mir mitten in der Bearbeitung aufgefallen, dass hier an der Stelle die Kamera abgehackt ist, ne? Mir entgeht mal wieder gar nichts, ne? Also, was ich sagen wollte, hier nochmal ein ganz großes Dankeschön. Zum einen an meinen Kollegen Ignaz hier, mit dir mache ich das ganze Jahr schon ewig, ne? Dann an Lynn für die Hook bei Zirkus. Ich verlinke mal ihr Insta- und Spotify-Profil auch nochmal in der Beschreibung. Die macht richtig gute Covers, ne? Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Dann an DJ Mafak für die Scratches. Dann an Sarah für das Musikvideo Rumpapa und für die ganze Unterstützung drumherum. Wirklich, schaut euch das Musikvideo nochmal an. Es ist einfach bombastisch. Ja, und nicht zu guter Letzt auch nochmal ein Dankeschön an euch. Wir freuen uns wirklich immer über jeden einzelnen Like oder Kommi oder Nachrichten, die wir auf Instagram kriegen oder sowas. Da freuen wir uns jedes Mal drauf. Auch wenn es nicht viele sind, es ist einfach schön, sowas auch mal wieder zu hören und so einen kleinen Support, wenn jemand unsere Mucke hier gefällt. Also, in dem Sinne, euer Schweiger wünscht euch eine frohe Weihnachtszeit. Ja, beschenkt eure Liebsten, schenkt ihr ein schönes großes Fass. Und um Tannenbaum. Dann einen guten Rutsch ins neue Jahr. Lasst es an Silvester krachen, aber keine Kinder machen, gell? Und dann eine weitere gute Zeit. Ihr hört's mal wieder von uns. Und jetzt macht euch ein schönes Wochenende, reißt euch eine Halbe auf, schmeißt die EP an und genießt es. Also, euer Schweiger von Schweiger und Ignaz sagt Servus. Pfiat. Vierte, mach es gut, mein Freund, wir sehen uns bald. Vierte, bis zum nächsten Mal in unserem Wald. Vierte, mach es gut, mein Freund, wir sehen uns bald. Vierte, bis zum nächsten Mal in unserem Wald.